Sind wir da? Wir sind da. Einen wunderschönen guten Morgen an diesem Montag. Heute ist der 9. Januar. Und es gibt eine weitere Folge. Frühstücksfolge Nummer 6 mit mir. Und wir starten so langsam in die Saison. Haben jetzt das DFB-Pokalspiel mit 2:0 gewonnen. Und gegen den TuS Dassendorf, vorher im Vorbereitungsspiel gegen Dynamo Kiew mit 4:2 grandios geworden. Ich glaube, wir sind auf einem guten Wege. Erste Ligaspiel jetzt gegen die Hertha aus Berlin, direkt das Derby. Also auch Wahnsinn, muss man sagen, zum Saisonstart. Ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt. Ich guck gerade mal ein bisschen nach Musik entspannt für uns. Was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Uiuiui, das ist schon ein bisschen. Ich weiß gar nicht, was wir nehmen sollen. Das hört sich gut an. Genau, so. Erstmal einen Schluck Käffchen, ne? Dann mache ich, glaube ich, ein kleines bisschen leiser. Das ist auch ganz gut. So. Genau. Jetzt haben wir soweit alles eingestellt. Und wir gucken mal ganz kurz. Ich glaube, wir waren auch auf dem Transfermarkt. Was haben wir da nochmal gehabt? Genau, Julian Ryerson, der verlässt uns, unser rechter Verteidiger. Und wir haben Matthias Zimmermann als Backup verpflichtet. Also steht noch nicht fest, aber so wie es aussieht. Genau. Ansonsten, dann würde ich sagen. Was sagen die Finanzen? 3 Millionen. Machen wir da weiter. So, Pressekonferenz. Okay. Atmosphäre bei der Pressekonferenz ausdruckslos. Okay, beginnen wir mit einer Frage von Nico Seufert, Berliner Fußball Echo. Hätte ich gerne. Die Mannschaft ist sicher in die nächste Runde des Wettbewerbs eingezogen. Wie sehr freuen Sie sich darüber und glauben Sie, dass Sie den Titel holen können? Ich kann mir vorstellen, dass wir ihn holen werden. Das heutige Ergebnis war nur ein Vorgeschmack auf das, was noch kommen wird. So ist es, meine Freunde. So nicht anders. Was denken Sie über das Aus? Augenscheinlich ziemlich solide Debüt von Mokoto Hasebe. Er hat sich gut präsentiert und gezeigt, wozu er in der Lage ist. Ich bin begeistert, wie er sich in der Mannschaft eingefunden hat. Finde ich gut. Andreas Schäfer hat ein großes Spiel gemacht. Ich würde ihn ein gegen. Ja, ist auch so. Warum sollten wir ihn eintauschen? Und zufrieden, wir haben bereits ein Angebot für ihn angenommen. Neuzugang gab heute sein Debüt, allerdings nur als Joker. Demnächst auch mal von Beginn an. Stimmt, ja. Gut. Genau. Fakao hat sein Debüt gegeben. Und ich würde sagen, wir switchen jetzt einfach sofort weiter. Thomas ist vom Erfolg überzeugt, aber natürlich 860. Erstes Spiel gegen die Hertha direkt. Das ist verrückt. Das ist richtig verrückt, wirklich. Muss man sagen, ja. Da bin ich echt gespannt. Gegen die Hertha.
little bit of time. Only take a little bit of everything needed to be heavily stuck on your mind. Take it to the place you go first. Never to the place where you're so hurt. Always wanna be involved. Be a cause when we're in charge. Let so kann es so arbeiten, ne? Aber wie ich immer sag, man muss froh sein, dass wir Arbeit haben, Leute. Ist einfach so. So, genau. Ich hoffe, heute kommt endlich mein Bildschirm. Es wird Zeit. Ansonsten gibt das richtig Ärger hier, Leute. Richtig. So, Stellvertreter. Nö, finde ich eigentlich geil. Trimmel, klar, unser Kapitän. Und dann Hasebe, Vize. Passt. Finde ich gut. Nachanalyse brauchen wir nicht. Brauche ich gerade nicht. Könnt ihr mir per Post schicken, die Boys. Schick per Post mal einen Stempel, ruf und ab der Fisch. Aha, er geht nach OL, Olympique Lyon. Ja, ist okay. Abschiedsworte. Tschüss. 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 Da, wie sie diesen Wechsel erzwingen, sie haben den Verein und mir gegenüber wenig Respekt gezeigt. Genau das ist nämlich. Viele Spieler gibt, die sich anders verhalten hätten. Also, es ist auch in echt so, muss man wirklich sagen. Ich finde es so fies, ne? Wie diese Spieler sich einfach da aus ihren Verträgen rauswimsen und machen und tun. Also, ekelhaft. Einfach ekelhaft sowas. Übrigens, vielen Dank für deinen Follower KMKI986. Grüße gehen raus. Ich wünsche dir eine schöne Woche. So. Dadurch, dass wir ihn verkauft haben, haben wir jetzt wieder 6 Millionen auf dem Konto. Wir haben Zimmermann ja verpflichtet. Zimmermann. So, ja, tschüss. Abgeschlossen mit dir. Und das erste Spiel steht an gegen die Union. Gegen die Hertha aus Berlin. Es ist direkt das Derby. Ich find's so verrückt. 6, fast 7 Millionen haben wir. Wir schauen mal jetzt. Karishma ist noch verletzt. Aber Zimmermann ist auch noch nicht durch, der Deal, ne? Also, finde ich gerade auch ein bisschen belastend, wenn ich das mal sagen darf hier. Vertrag steht doch da. Aber ist noch nichts fertig. Naja, warten wir einfach mal ab. Fabian Schneider, genau. Wir gucken mal ganz kurz frecherweise einfach jetzt mal kurz auf den Transfermarkt. Ohne Position. Einfach mal alles, was wir haben. Mal so. Mal so. Mal gelistet. Oder schauen wir mal, was da so kreucht und fleucht. Kreucht und fleucht. Carlos Fernandes. Wer ist denn Carlos Fernandes? Ui. Brauchen wir aber nicht. Nee, Stürmer, also einen Stürmer brauchen wir wirklich nicht. Eden Hazard. 11 Millionen nur. Auch komisch, oder? Was haben wir denn hier für Empfehlungen? Ja, Fernandes. Oh, Philips. Amiri auf der Transferliste. Aha. Ist schon interessant, ne? Also, gerade Philips ist ja auch ein echt guter Boy, ne? Viel besser auch als Haberer. Haberer sind im selben Alter. Tja. Wir gucken mal. Ich weiß immer ein bisschen blöd, aber... Okay, Haber kann halt auch zentral spielen, ne? Philipp spielt halt nur vorne drin. Ja, es ist jetzt... Amiri. Amiri wäre auch so ein Ding. Muss man wirklich sagen. Fingerjuckt, entschuldige.
Wäre auch auf jeden Fall eigentlich ein guter Typ. Hier haben wir 31. Wer ist das denn hier? Real. Ui. Können wir einfach mal scouten. Mal so, just for fun. Morgan Sanson. Das Samson. Scouten wir auch einfach mal. Vielleicht sind wir weiter auf der Transferliste. Wir können einen guten Deal machen. Ayose Perez. Komm, scouten wir auch mal. Hazard. Scouten wir einfach mal. Oliver, scouten wir einfach mal. So. Ryan Yates. Yates, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Wir müssen ja die Augen und Ohren überall offen halten. Und, oh, Yannick Westergaard. Oh, die Mucke finde ich gerade ein bisschen uncool. Gerade gar nicht so meins. Ist jetzt aber wieder weg. Ich glaube, ich nehme. Was haben wir denn noch hier? Wir versuchen mal. Ich spiele mal das ab, vielleicht das war's. Das hört schon mal gut an, finde ich. Genau, Westergaard scouten war ganz klar. Nehmen wir mit, gucken wir rein. Matthias Zaraschow scouten wir auch mal. So, damit die Jungs auch mal was zu tun haben. Scouten wir auch. Loren scouten wir auch. Wir haben auf jeden Fall, glaube ich, ein gutes. Wir haben gut gewirtschaftet, muss man einfach echt sagen. Oder ich habe gut gewirtschaftet. Hatten 1 Million. Jetzt haben wir 7 knapp. Nathan Phillips. Okay. Engländer. Schauen wir mal. Man muss halt auch gucken, einfach wie der Kader einschlägt, ne? Björn Engels kennt man auch, ne? Kanter National. Warte, war der nicht Nationalspieler? Scheinen wir jetzt nicht mehr. Ja, Philips und Nadim Amiri ist so eine Sache, ne? Also muss man echt sagen, ist so eine Sache. Im Übrigen könnt ihr mir einen großen Gefallen tun. Ich weiß, nach Follower gammeln ist immer ein bisschen scheiße, aber ich stehe kurz vor meinen 70 Followern. Das wäre klasse, wenn ihr da vielleicht mal einen Link teilen könntet oder mal euren Freunden Bescheid sagen könntet, hey, der komische Vogel da, der kann noch mal einen Daumen gebrauchen. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und ja, gut. Haben wir jetzt gerade nichts Großartiges gefunden. Wir machen jetzt noch mal hier eine Freigabeklausel. Ausstiegsklausel. Und da machen wir einfach mal ganz frech 5 Millionen. Aber da ist nichts, ne? Ne. Gut, okay. Weiter geht's. Genau. Ich denke mal, Falcao kommt erst wieder als Joker. Als Joker zum Einsatz. Entschuldigung. Als Joker. Als Joker. Man braucht halt aber auch einen guten Joker einfach, ne? Einen guten Joker. So, unser Talent haben wir verliehen, ja. In die erste finnische Liga. Hat man ja auch in der letzten Folge gesehen. Und er macht wieder hier. Er will wieder Spieler kaufen. Also, fällt mir nichts mehr zu ein. Obwohl er eigentlich ganz cool ist, ne? Mit seinen 18 Lenzen hier. Er ist, also dem muss ich sagen, ist er echt nicht schlecht, ne?
Komm, können Sie den mal nehmen. Nehmen Sie mal. Genau, hier haben wir unsere Leihberichte. Da hier nach... Aha. Seht euch das an. Saineo, das ist unser Finisher. Also Malik Sanogo erstmal ist unser Supertalent. Im ersten Einsatz in der Finnish Liga direkt die erste Bude gemacht. Wie haben die denn gespielt? Da will ich jetzt will ich mal Mäuschen machen. Einfach mal Mäuschen machen. Einfach mal. Haben sie da direkt... Achso, sehe ich nicht. Doch, hier. Haben sie erstmal unentschieden gespielt. Und er war beteiligt an dem Tor. Ja, ich glaube, das war eine richtig gute Entscheidung, die wir da getan haben. Wir haben noch Rick van Drongelen, den ich eigentlich gerne zurück gehabt hätte. Verstehe ich nicht, warum man so einen Mann verleihen muss. Aber naja, gut. War halt schon so, wo wir hingekommen sind. Elfmeterschützen. So, das sind die Ecken. Kareshma, Gieselmann haben wir ja eigentlich alle schon eingestellt, ne? Gieselmann, Trimmel. Einwürfe, es passt alles, alles ist gut eingestellt. Er kann wieder ins Training einsteigen, finde ich auch sehr gut. Kann man ihm nämlich hier direkt mal zack und dann können wir ihn nämlich. Ach, guck mal hier. Sind wir für die U9 verfügbar. Zack. Oh, ich bin oldschool, Leute. Ich bin richtig oldschool. Kabel, mein Headset geht leer. Richtig oldschooler Boy. So sehe ich übrigens ohne Hut aus. Genauso beschissen, ne? Aber wir brauchen unseren Superhut. Ganz klar. Ohne den geht nichts. Aber auch hier Pantovic, den können wir. Die können wir einfach alle mal verfügbar für die U19. Das können, müssen wir einmal hier durchziehen. Fabian Schneider. Den können wir auch in den. Genau. Packen wir da rein. Auch. Bevor die bei uns rumgammeln. Ja, Diego Leite geliehen. Ich bin kein Fan von dem. Kaufoption 7,5 Millionen. Weiß ich nicht. Ist jetzt nicht so. Es ist halt schon ein utopischer Betrag. Ne? 7,5 Millionen. Ach, was mache ich denn da? Falsch gedrückt. Dominik Heinz, das finde ich so schade, dass er irgendwie verliehen ist. Tja, müssen wir durch, ist so. Ihn hier auch, den kann man auch nämlich, da die Boys hab, immer spielen. Ach komm, abgerutscht. Lutz, der Lutzmann. Ach so. Ach, der Lutzmann ist gar nicht. Okay. Gar nicht bei uns. Der Knoche ist wieder fit. Der kommt natürlich sofort rein. Und dann kommt der Rolando, kann nämlich auch hier immer. Fast super, ne? 36 Jahre alt, ab in die U19. Der Fati. Der Fadi. Sebachu, da, da, zack. Sonst die Moral und alles sieht auch gut aus. Direkt weiter, Abfahrt. Tschick. Gar nicht lang um heißen Brei. Wir sind heiß auf das Spiel gegen die Hertha. Wir sind richtig heiß. Sagt die Uhr. Ja. Z.
Zimmermann, da haben wir ihn. Zack. Van der Fordeng. Kann auf ZDM spielen und RV 30 Jahre. Ist jetzt nicht überragend, aber er wird oder ist ein solider Spieler, finde ich. Und auch für den, für das Budget. Also, wir wollen halt Trimmel auch hinten spielen lassen. Die Saison, muss man einfach sagen. Natürlich hätten wir uns da noch einen durchaus stärkeren Spieler holen können. Also, das heißt stärker, aber vielleicht jünger und mit Potenzial. Und aber, ja, mein Gott, ist jetzt so. Also wir haben uns einfach dafür entschieden, dass er spielt und ich finde, man sollte die jahrelange Leistung von Trimmel auch würdigen und ihn jetzt nicht einfach auf die Bank setzen. Muss man einfach aus dem menschlichen Aspekt auch einfach, also so tue ich es, an die Sache herangehen. Und ja, wirtschaftlich gesehen haben wir da auch einiges richtig gemacht, bin ich der Meinung. Obwohl ich unseren Norweger hätte nicht verkaufen wollen. Ich hätte ihn sehr gerne behalten. Achso, Kaderextrem haben wir durch. Auswahl bestätigen. Tschüss. Ja, sehr schön. Man kann über die Flügel eines so guten Spielers. Man könnte allerdings so viele Verteidiger im Kader haben. Haben wir nicht. Also jetzt hör auf. Echt. Also. Jetzt nicht der nächste hier nach OL. Immer da kriege ich die Pimpanellen, ne? Hör jetzt auf. Ich will jetzt hier nichts mehr mit Transfers machen. Es reicht, Leute. Komm, Intensivsprachkurs, Intensivsprachkurs. Klasse Spieler. Könnte etwas besser als Frederik. Ach komm, haben wir hier noch so ein cooles Talent? Ja. Guck mal, schön. Yannick Stein, 17 Jahre alt. Schlecht. Den packe ich immer auf Leihe. Immer gut, wenn die Talente dann in also immer, ich finde es immer wichtig, dass sie in verliehen werden und wirklich auch Erfahrung bei anderen Clubs sammeln können. Das ist immer, finde ich, in der zweiten bei uns oder in der U-Mannschaft. Hier machen wir auch einen Leihvertrag möglich. Schauen wir mal. So, da haben wir ihn. Herzlich willkommen, Herr Zimmermann. Bei der Union. Menschlich gesehen, auf jeden Fall ein ganz feiner Kerl. So. Genau. ZM. Flügel, Stürmer. Nochmal durchgehen. Die Ersatzbank. ZDM. Ist der Paul Seguin? Genau. Ist aber meines Erachtens, da er positionsgebunden ist, bin ich ja ganz klar mehr für unseren Zimmermann. Ja, da er auch rechts spielen kann und ja, guten Transfer, Akareshma, genau. Ja, Akareshma ist halt jetzt gerade so ein Ding, wo ich sage, obwohl, der hat halt auch keine Fitness aktuell, um zu spielen. Der soll in der U-Mannschaft erstmal fit werden. Und ab der Fisch. Ab der Fisch, ab der Fisch. Was ist denn der Postbote? Ah. Nord, Ost, Süd. Yannick Stein. Schlüsselstarspieler. Mhm. War jetzt eigentlich nicht so meine Intuition. Also so ein Zweitligist oder so ein Drittligist wäre schon gut. Aber hier nicht. Ansonsten kann der in unserer U-Mannschaft nämlich auch bleiben. So. Tschak, 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 tschak. Verkau, Leite. Nee. Jackel, nein. Das Berlin-Derby steht an zum Saisonstart. Die Massen sind gespannt. Die Familien kaufen die Tickets wie bekloppt. Und alle sind heiß auf das Derby. Selke, natürlich, ganz klar. Das ist jetzt der Neuköllner, ja.
Wir gehen zur Pressekonferenz. Ganz klar, okay. Wir beginnen sie. Niku Seufert von Berliner Fußball-Echo hat die Frage. Sie sind zuversichtlich, dass Ihre Vorbereitung einen guten Saisonstart mündet. Wir haben eine hervorragende Vorbereitung hinter uns und ich bin mir sicher, dass wir ein gutes Ergebnis erzielen werden. Wie sehr lastet der Druck auf ein großes Spiel gegen einen Erzrivalen wie die Hertha? Ich bin heiß auf das Spiel. Und das müssen wir gewinnen. So gehen wir da rein mit dieser Intuition. Wir sind bereit für alles, was die Hertha aufbringt. Ja, yeah. Das ist Sparta, Union. Glauben Sie, dass die Spieler in der hitzigen Atmosphäre kühlen Kopf waren? Ernsthaft Sorgen habe ich da nicht, aber wenn hier Dummheiten hinterlassen. Ja, mal positiv. Aber da auch. Vorbereitung gut, ja, 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 ja. Ist auch nur schwarz. Ja, machen wir auch. Freundliche Duellen genauso wie die Fans. Ich freue mich aufs Spiel genauso wie jeder andere hier auch. Ja, 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 wir werden sie spielerisch taktisch angehen. Wenn wir meine Taktik hier nicht vorgeben. Ein großer Experte behauptet, dass die Leistung Kevin Behrens die Schlüssel zu einem Erfolg. Auf jeden Fall, Behrens. Ja, der kommt bald wieder. Gibt es Neuigkeiten im Interview UL Paul Jacke? Ich werde keine neuen Transfer gewünscht. Ey, wenn das jetzt wieder losgeht, ne? Ja, mal, da kriege ich hier zu viel. Mein Impfverteidiger jetzt schon wieder abgeben oder was? Ne. Dann wieder UL. Ist denn mit dem Olympik los? Haben die nichts anderes da? Scheiß zu fein in der Welt bin. Ah, gut, okay. Ich glaube, das war ganz cool. Also, das war mal ein guter Transfer, sagen wir es so. Ach, der spielt jetzt bei uns? Der ist jetzt bei uns. Ablösefrei, 18 Jahre. Amerikaner. Ich glaube, das Thema hatten wir ja letztes Mal schon mal, dass Amerikaner eigentlich auch immer ganz cool sind, da die Möglichkeit besteht, dass sie schnell, was heißt schnell, aber die Möglichkeit besteht, dass sie halt irgendwann für die A-Nationalmannschaft spielen, ne? Mhm, okay. Baumgartel verletzt. Wir sind heiß. Die Hertha gegen die Hertha. Ja, was ist unser Ziel gegen die Hertha? Auf jeden Fall 3 Punkte. Obwohl es wirklich schwer wird, es wird schwer. Es wird schwer werden, Leute. Es wird richtig, richtig schwer werden. Ich glaube, das ist schon ein... Ui. Eintracht Frankfurt und der FC Bayern trennen sich 1:1. Nicht schlecht. Nicht schlecht, Herr Specht. Der Tag der Tage ist da. Wir starten in die Saison. Ich bin gespannt. Ich bin aber auch zuversichtlich. So, wir haben 7:30. Ich hole mir jetzt gleich noch einen Kaffee. So, genau. Saison. Ja, die werden keine 20 Spiele machen. Dafür werde ich sorgen, dass ich keine 20 Spiele machen. Aber Kareshma hätte ich schon eigentlich ganz gern dabei, ja. Zumal er ist halt auch noch nicht 100%ig fit, aber er auch nicht. Ja. Er auch nicht. Ja. So sieht eigentlich alles auch okay aus. Wir gehen jetzt in dieses Spiel. Ärmel hoch. Ab der Fisch. Auf dem Papier auf jeden Fall, ja. Nee, ich vertraue auf Hasebe. Hasebe wird das Ding machen. Der braucht noch gar nicht viel Spielpraxis. Das ist ein Oldie.
Und hier sehen wir die Aufstellung vom Derby am ersten Spieltag in der Bundesliga an der alten Försterei zu Hause bei Union Berlin. Frederik Ronau, Christian Trimmel, Paul Jäckel, Robin Knoche, Nico Gieselmann, Makoto Hasebe, der Neuzugang, Andreas Schäfer, Morten Torpsi, mein norwegischer Kompagnon, Torpsi Korpsi, Geraldo Becker rechts auf dem Flügel, Sven Michel auf links und Kevin Behrens. Wir sind gespannt, wir sind gespannt. Ja, wir wollen die Jungs motivieren. Zeigt aus, was für einem Holz ihr geschnitzt seid und geht da raus. Zeigt den Kindern und den Fans, was in euch steckt. Ein guter Start, diese Leistung hat uns letztes Jahr. Wir wollen immer unser Bestes geben und da sehen wir die alte Försterei. Da sehen wir sie. Wir wollen ein bisschen durchs Stadion gehen, die Atmosphäre genießen. Hier die Aufstellung von der Hertha. Es wird auf jeden Fall ein schwieriges Spiel. Schön die Kamera von oben. Hier sehen wir die Bundesliga. Alle Teams. Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt, was uns die Saison erwarten wird. Also, gehen wir rein. Die ersten Minuten laufen. Einwurf für die Hertha. Oh. Eieiei. Eieiei. Aber so kann es passieren. Es ist ein Hin und Her. Wir sind gespannt, wir sind gespannt. Vielleicht fahren wir einen guten Konter. Hertha scheint hier ein bisschen überlegen zu sein. Innenpfosten. Okay, die ersten. Ich stelle um. Die ersten Minuten. Wir gehen auf kontrolliert. Eieieiei. Eieiei. Jetzt die erste große Chance für uns, habe ich gesehen. Uiuiui, Leute, ist das spannend hier. Halbzeit. Halbzeit. Eieiei. Oh. Also die Hertha am Drücker. Mit mehr Ballbesitz. Puh. Ja, Trimmel mit Gelb. Ja, ich würde sagen, wir gehen einfach so in die zweite Halbzeit. Wir sagen den Jungs jetzt mal, dass sie ein bisschen Pech gehabt haben. Bisschen pushen. Ah, sind motiviert. Siehst du, Leute, das hilft, das hilft. Ja, hier weiß ich gerade nicht so genau. Vielleicht sage ich da einfach gar nichts. Da auch nicht. So. Wir schauen jetzt mal. So. Da ist das 1-0. Für die Hertha. Oh. Tor gegeben. 1-0 Hertha. Ach, Leute. Leute. Es läuft nicht so. Ich mache mal auf Pause jetzt hier gerade, wie ich mir das vorstelle. Gar nicht. Hertha ist uns überlegen. Was werden wir tun? Wir müssen was tun. Auf jeden Fall. So, um das Ding zu drehen. Ich bin der Meinung, ob wir jetzt 1-0 oder 2-0 verlieren, ist jetzt Wumms. Bums. Die Wumsi Mums. Ich nehme Hasebe raus. Und wir bringen Falcao. Ja, das werden wir tun. Wir werden auch Zimmermann für Trimmel einwechseln, um da eine rote, gelb-rote Karte vorzubeugen. Na, ja, dann was haben wir noch? Was könnten wir noch tun? Schien motiviert, Torben. Gieselmann ist auch motiviert. Wir werden hier auf jeden Fall auch auf das Offensive gehen.
Bleibt noch genügend Zeit. So. Alles klar. Ab der Fisch. Was sehen wir da? Was sehen wir da? Eine Chance von Hertha. Oh, ein Fehler. Alter. Eieie, Vater. Vater, Vater. Viertelstunde noch. Versuchen die Mannschaft mal anzufeuern. Ich werde nochmal auswechseln. Geraldo Becker ist wütend. Wir werden jetzt hier mal die Jungs bringen, die auch verletzt waren. Bis jetzt muss ich sagen, sehr enttäuscht. Sehr enttäuscht, denke mal, wie wir alle. Wirklich echt nicht cool, nicht schön. Hier bringen wir einen Levi. Levin, Levin. Genau, den Levin bringen wir hier. Was können wir tun? Wir können Gieselmanns aggressiv wechseln wir auch aus. Für Puchtschas. Machen wir als Angreifer. Zimmermann stellen wir auch jetzt einfach als Angreifer. Und wir werden auch sehr offensiv gehen. Ob nun 1-0 oder 2-0 verlieren, das juckt im Endeffekt nachher auch keinen mehr. Ach so, hier hätten wir noch den, können wir noch den Haberer bringen. Ach nee, ah okay, entschuldige. Ich glaube fest daran, dass ihr den Unterschied machen könnt, macht mich stolz. Ja, und jetzt gehen wir in die letzten Minuten. All in. Alles oder nichts. Freischuss für die Hertha. Da ist die Chance. Nee. Obwohl. Ah. Zimmermann da. Zwei gute Zweikämpfer. Gerade gemacht. Vielleicht jetzt doch mal. Oh, jetzt Sinali. Leute. Ah, Leute. Haben wir die letzte Chance noch? Oh, Özcanali wieder auf dem Torwart. Wir haben die letzte Ecke. Wir haben die letzte Ecke. Konter. Und da ist es. Wir gehen ganz klar. Ah, oh, ist das bitter. Ist das bitter? Ja, mehr Begeisterung. Schade. Wirklich schade. Wir verlieren das erste Spiel in der Saison gegen die Hertha aus Berlin. Bitter. Bitter, 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 bitter. Dumm gelaufen. Obwohl wir zum Schluss wirklich noch zwei Chancen hatten. Tja. Bitter, Herr Flitter. Ja, so ist es. Mal bist du der Hund, mal bist du der Baum. Wir müssen gegen Mainz besser spielen. Gegen Mainz ersten drei Punkte. Falcao verletzt, Muskelfaserriss in der Leiste. Super. Tja. Pressekonferenz haben wir gegeben. Wir schicken den Co-Trainer und ich hole mir kurz noch einen Kaffee. Bis gleich.
So, super Hut wieder aufgesetzt, da bin ich wieder, Kaffee am Start. Ja, wir müssen uns ganz klar auf Mainz fokussieren. Schade, 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 Marmelade. Wer ist Enning? Oh, haben die sich dann Talent geliehen von Dortmund? Schade, schade, Marmelade. Erstes Spiel verlieren in der Saison ist natürlich wirklich, das tut weh, ganz klar. Das tut weh. Ach ja. Was ist das denn schon wieder hier? Schon wieder nächste oder was? Haben wir noch erst, wir haben noch jetzt erst ein, nein. So, zack. Und weiter ab der Fisch. Ja, muss ich auch sagen. Hier unten steht, Matthias Zimmermann macht einen sehr starken Eindruck bei seinem Debüt. Finde ich auch, das, was wir gesehen haben, das war wirklich echt stark. Muss man wirklich so sagen. Falcao verletzt, also wirklich richtig miese Brise. Was können wir ändern? Zum Spiel davor gegen die Hertha. Ich hatte eigentlich ein sehr gutes Gefühl. Aber, also, weiß nicht. Zum Schluss war der Druck auch da. Ach, Rolando. Ja, dann mach doch die Biege, du Fliege. Ich hatte eigentlich ein sehr gutes Gefühl, muss ich sagen. Lassen wir uns gar nicht drauf ein, auf so ein Interview hier von Rolando. Ach, das ist so richtig so ein Montag, ne? Geht direkt los hier mit einer Niederlage. Ach, bitter, bitter, bitter. So, wir werden aber gegen... Was machen wir da? Vielleicht, ich glaube, Bergmann schließt Transfer zu Düsseldorf ab. Leistungsanalytiker, okay. Ja, und hier wieder Anthony Brody. Was ist das denn hier? Nee, das ist doch nicht gut, Leute. Was wollen wir denn da mit den ganzen Amis im Kader? Mein Sportdirektor, der hat es auch nicht mehr alle, also. Der hat nicht mehr alle Latten am Zaun, ey. Der hat nicht mehr alle Zacken an der Krone. Wer schreibt mir morgens früh? Weiter, 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 immer weiter, immer weiter. Wir spielen UEFA Cup, das ist natürlich auch, finde ich, sehr interessant. Wer ist er denn hier? Guido Rodriguez, Elite-Mittelfeldspieler, aber das ist halt jemand da, Transfer, aber können wir mal auf die zur Kenntnis nehmen. Ach, der Herr Sansone. Können wir auch mal. Herr Sansone, das sind die Boys, die wir jetzt mal gescoutet haben, die nämlich hier auf der Transferliste stehen. Hazard. Uiuiui. Wir machen mal, wir stellen mal eine Anfrage für Hazard. Haben ja ein bisschen Kleingeld gesammelt. Und Olivier auch 8 Millionen. Achso, den kenne ich sogar. Olivier. Ist natürlich echt ein klasse Spieler, auch für 27, ne? Wir stellen einfach mal Anfragen da. Vielleicht haben wir ja Glück. Und der Verein will nicht viel. Dann können wir echt einen Schnapper schießen. Rhein. The Rhein. Ne, der ist aber ein bisschen zu. Nehmen wir einfach mal zur Kenntnis. Hier der Herr Westergaard. Ist halt 30. Finde ich jetzt eigentlich nicht so interessant. Kann man auch mal einfach mal draufpacken.
Matthias Zarascho. Ui. Ja, einer der stärksten bei uns. Machen wir einfach auch mal eine Anfrage. Ne? Infos zu haben ist das halbe Leben, ich sag's euch. Infos sind wichtig. Infos sind ganz wichtig. Nee, den brauchen wir nicht. Loren. Ach nee, ist ein Stürmer, brauchen wir nicht. Wir haben ja hier Falcao. Yes. Uns hier gönnt. Nathan Phillips. Brauchen wir auch nicht. Den Herrn Engels. Kann man mal auf die Liste setzen. Elias Sierra. Nein, danke. V. Gask. Auch nicht. B. Aguera. Aguere. Aguera. Ja, kann man nochmal auf die auf die Auswahlliste. Den kann man auch mal auf die Auswahlliste setzen. Moses Simon. Kann man auch mal draufsetzen. Informationen sind das A und O im Leben. Kann man auch mal draufsetzen. Der Lino. Ui. Wo kommt er denn her? Lino. Vertraglos. Er ist vertraglos mit so einer Lino? Zur Probe bei. Er kommt von Wolfsburg? Er ist 21 Jahre alt. Da glaube ich, müssen wir mal unsere Fingerspitzen rausholen. Ja. Ja. Weil das Potenzial ist auch gut. Und wenn wir ihn erstmal verleihen, ein paar Mal und dann. Ja, das finde ich. Das finde ich gut, das gefällt mir. Da hat mein Scout aber richtig gute Arbeit geleistet, würde ich mal sagen. Ausstiegsklausel, 4 Millionen. Nein, das wollen wir nicht. Wir wollen das Heft immer selbst in der Hand haben. Was ist das? So. Ab 24. Ausstiegsklausel. Machen wir so. Ja, gut. Gott. Da hat, muss man den Scout auch mal loben. Definitiv. Da hat er wirklich, Fibel Abris. Abires. Abris. Abris. Ja. Nee, ist jetzt nicht so. Ist halt auch immer schwer mit den Leuten, die dann aus diesen Ländern kommen. Mit Integration, mit die Sprache kennenlernen. Da gibt es dann oftmals, oder oftmals steht hier unten auch, wird eine Randfigur sein. Finde ich immer. Ja. Der muss dann spielerisch schon wirklich sehr, sehr, sehr gut sein. 7 Millionen Ablöse. Nee, haben wir jetzt gerade nicht. Was haben wir hier? Bruno Moipip. Nö. Kann man auch mal auf die Liste packen. Lopez. Nee. Auch nicht. Auch nicht. Rodriguez. Nee. Henry. Nee. McGlein. Ja, ist jetzt auch nicht so das, aber Ruben Vezo, Christian Espinosa, nee. Tommaso. Ui. Tobias Gulliksen. Oh ja, da kann ich aber verstehen, dass da einige Vereine interessiert sind. Wo ist er denn? Hier in der Liste. Ja, wo ist er denn? Gar nicht drin? Doch, hier. Oh ja. Alter Schwede. Das ist aber einer, wo ich sag, da müssen wir mal. Auf jeden Fall mal nachhaken. Er ist Norweger. Ne? Das ist halt auch. Er könnte auch schnell für die norwegische Nationalmannschaft spielen.
aber das ist ein Boy auf jeden Fall nice. Weiter, weiter. Gustavo. Weil wir brauchen keinen neuen Stürmer. Könnte irgendwann mal interessant werden. Scarpa, der haut uns hier aber auch voll, ne? Aber so muss ja auch sein, er macht seine Arbeit. Stürmer. Green, ja. Kann man auch mal. Nee. Der herab. Gideon Jung. Nee. Ja, das ist auch wieder was Interessantes hier. Diambu. Ist halt auch wieder so ein Zukunftsding. So. So, meine lieben Freunde. Wir haben 7.54 Uhr. Ich bedanke mich fürs Zuschauen bei euch. Ich wünsche euch einen guten Start in die Woche. Und hoffe, wir sehen uns vielleicht heute Nachmittag nochmal wieder. Je nachdem, wenn ich Feierabend habe. Oder heute Abend. ich freue mich drauf, also ich hoffe, heute kommt mein neuer Bildschirm an. Und ich hoffe, ihr habt einen guten Start in den Montag. Und ich hoffe, ich werde auch einen guten Start haben. In dem Sinne, macht es gut, euer Copsi, bis die Tage, arrivederci, bye bye.